Die Lischka FSH hat verändigt ihre Arbeit und übergeben Materialien gegen Adolf Eichmann, dem Prokurator. Die Arbeit von der Lischka hat herausgerufen große Anerkennung für ihre pünktliche und bis gar furchtbare Arbeit. Wir haben so gewendet zum Büro FSH, von wann es berichtet uns Schlomo Weber. Steinmürchen heißt es, nachdem die Deutschforschung ist verändigt und der Beschuldigungsakt ist erlangt, auf dem Eichmann-Prozess. Ein Prozess von einem von den größten Verbrechern legabe dem jüdischen Volk und der ganzen Menschheit. Ein Prozess, welcher wird erwartet mit Spannung und Zitter auf der Gorer Welt, sei in Misrach und sei in Meirev. Ott will und bald abhilch in Jerusalem ein Volkshaus, in Beit Ha'am, die Wörter Beit Ha'mishpat, das heißt, das Gericht geht. Und unheimlich von dem Moment wird der Herr sein zugeschmiert die Aufmerksamkeit von Gott der Welt. Und derweil will man für unsere Zuhörer bringen einige Fragmente, die wir haben zu tun mit der grandiosen Ausforschungsarbeit in der Lischkat FSH Büro 06, wo wir befinden sich jetzt auf einem kurzen Besuch bei Nizav Mishne, das heißt Colonel Ephraim Hofstetter. Und da ist unsere erste Frage, Herr Hofstetter, wir haben gehört den Bericht von Lischkat FSH Büro 06, als ihr verändert eure Arbeit und übergegeben dem Material der Prokuratur. Was heißt das verändigte Arbeit? Das heißt, dass man sich aufgenommen Material, sei Dokumentarmaterial und sei Eides von lebendigen Eides oder Eides, was haben seinerzeit auch gegeben Zeugenschaft über gewisse Prozesse wegen anderer Kriegsverbrecher. Und das ganze Material ist zusammengearbeitet geworden und übergegeben dem Juizmischpati, das heißt dem Roche von der Prokuratur vom Land. Und aufgrund von dem Material darf er herausnehmen, das, was er bringen vom Gericht als Reihe. Wie lange hat es gedauert? Der FSH hat gearbeitet nein, Chedoshim und noch ein paar Tage. Und von wann ist genommen geworden das schriftliche Material? Der schriftliche, das heißt der dokumentare Material, ist zunächst genommen in 90% von deutschen, richtigen deutschen Dokumenten. Das sind Dokumenten, wo sie kommen im größten Teil von dem Archiv von dem deutschen Auswärtigen Ministerium. Von welchem Ministerium? Von dem Auswärtigen Amt, dem deutschen Auswärtigen Amt. Wie ihr wisst, oder ihr wisst ihr nicht, dass es die Dokumenten von Gestapo, Guffe, ist kemat auf der Welt nicht gehabt geworden, nur da in dort, in sehr, sehr kleinen Büros. Das größte Material, der Hauptbüro, ist geworden im Ganzen vernichtet. Aber sie gewen verschiedene Dokumenten, Sachdokumenten, wo sie sich erhalten und sind sie gefunden in dem Archiv von dem Auswärtigen Amt. Und der ganze Archiv von dem Auswärtigen Amt hat die Notabrit gehabt in Deutschland und darüber geführt, London bald noch damit rumme. Das heißt, der Lehrte, die Notabrit, ja? Ja, der Lehrte, ja. Sag mir, und wie ist zugegangen die Arbeit mit Eides? Ich meine, mit den leben gebliebenen Eides. Wir wollen sagen, dass die lebendige Eides kämen verteilen auf zwei Gruppen. Die erste Gruppe, das sind die Menschen, wo sie in gewisser Zeit sind gekommen in einer Verbindung, in direkter Verbindung mit Eichmann. Das ist der Iker Jiden, wo sie Vorsteher von dem jüdischen Volk, speziell Vater Melchome in Deutschland und in Österreich, weil dort hat er gearbeitet, Vater Melchome. Und dann nur zum Schluss von der Milchume im Jahr 1944, wenn Eichmann ist gewesen in Budapest und dort wieder ist er gekommen in direkten Zusammenhang mit jüdischer Persönlichkeit. In direkten Kontakt, ja. Das ist die Sorte von Eides, wo sie können geben eine direkte Zeugenschaft im Zusammenhang mit Eichmann. Die zweite Gruppe, das sind diejenigen, wo sie werden geben Eides, allgemeine Eides. Ihr wird gesucht Eides, wo sie werden erzählen von den Zures von dem jüdischen Volk zu jener Zeit. Sagt mir bitte, um was für ist gewesen der Modus beim Auskleben Eides? Weil dem Tam von Eichmanns Behelfer
haben doch Hassar gefühlt in den Lagern und in den Ghettos. Und das ist sehr ein schwerer Problem. Wir haben versucht, wir haben probiert zu gewinnen, Eides sollen decken Kehilis, ganze Kehilis oder große Lagern oder Medines, ganze Medines. Das ist schwer von dem, weil der Prozess kann sein, ein zu langer Prozess. Und wir haben zusammengenommen viel mehr Eides, wie wir wird uns hören. Und der Juetzmischpati, welcher wird sein, der Hauptprokurator, in dem Prozess, er wird auskleben die Eides von die, was wir haben verhört, und er wird auskleben die Eides, was er bringen in Gericht. Und noch eine Frage, nur unter Haupt-Eides, ich meine Eichmann allein, wer so hat man ihm geforscht? Eichmann hat ihn verhört, im Mäscher von sehr langer Zeit. Es ist ein spezieller Offizier, was er hat das gemacht, in Deutsch. Und hat aufgespielt seine Wörter auf einen Tape-Recorder. Von Anfang hat er erzählt von sich und danach hat er ihm vorgelegt verschiedene Dokumenten und er hat sich ausgesucht im Zusammenhang mit den Dokumenten. Er hat also seine Meinung über die Dokumenten, ja? Ja. Und das ein Eides von einer ungedruckten 3500 Blätter werden vorgelegt im Gericht. Die ganze Eides, ja? Die ganze Eides. Das heißt nicht, dass wir die ganze Eides lehnen im Gericht, aber vorgelegt werden vorlegen die ganze Eides. Meile, wir haben so gehabt, Eichmann, wegen dem seine schon bekannt einige Varianten. Nur öfter heute etwas zuzugeben, ist mir eine These. Nein, ich habe mehrere in dem Zusammenhang, weil ich eure Herren gar nicht erzählen kann, weil mir, mit Stärke Israel, hat gar nicht gehabt zu tun mit Fragen von Eichmann. Wer soll das gehalten, der Mörder bei der Ausforschung? Ich meine nicht, dass es schon gekommen die Zeit anzugeben auf der Frage, speziell als die Versammfrage kennt, du mit vorkommen in Gericht, denn das ist ein Teil von dem Beweismaterial. Mar Hofstetter, ihr seid schon ein Neuforscher von Kammerjahren und habt schon gewiss gehabt zu tun mit Verbrechern von allen Rangen und Minim. Nur was für ein Gefühl habt ihr gehabt beim Forschen dem Zeurer Eichmann? Ich meine, sei als Ausforscher und sei als Jid. Das ist nicht keine einfache Frage, was ihr stellt jetzt dort, weil es ist mir gewesen, klar von der ersten Minute als emotioneller Zugang zu der Sache kann nicht helfen. Bei der Ausforschung muss man zugehen zu einer Sache mit einem reinen Kopf und unter Emotions kann man nicht um einen reinen Kopf. Von dem sind wir zugegangen zu der Sache wie ein Doktor, wo er darf tun an Arbeit und wir haben es gemacht sachlich, genau wie wir machen jede andere Arbeit mit jedem Verbrecher. Sagt mir bitte, ich will dir uns anrufen, ihr habt das gewiss gemacht, nicht allein die Ausforschung, das gemacht ein ganzer Personal, eine ganze Gruppe. Efter könnt ihr anrufen, den Menschen, was haben mir geholfen oder nicht? Heute kommt Herr Sellinger, was er ist mein Vorgesetzter. Er ist gewesen der Roche von FSCH, ich bin sein Stellvertreter. Danach ist gewesen Pakat Les, das ist der Offizier, was Rott verhört Eichmann die ganze Zeit. Und dann wurde mir verteilt, die Arbeit auf verschiedene Medines. Und jede Medine hat bearbeitet einen anderen Offizier, welcher hat gehabt als Aufgabe zu neu nehmen das Material von Eichmanns Tätigkeit und von der ganzen Shoah, vom jüdischen Volk in der Dosiker Medine.